Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich frage mich, warum ich nackt bin, ich weiß es nicht. Aber wir müssen die Uniform wieder anlegen. Keine Ahnung. Optional Suche in der Kaserne nach... Du hast das nicht gespeichert? Ist das dein Ernst? Nee, oder? Nee, das habt ihr nicht gemacht. Das habt ihr nicht gemacht. Wieso habe ich die Klamotten nicht mehr? Hä? Wieso? Ja, okay, es geht. Es geht. Okay, holen wir uns kurz die Klamotten. Ich glaube, dass wir die Klamotten einfach nur verloren haben, weil ich aus dem Spiel gegangen bin. Und wir werden das jetzt einmal ganz kurz nachholen. Und dann haben wir nämlich Waffen zu benennen. Denn ja, ich nehme jetzt wieder auf. Und ja, ich habe jetzt eure Kommentare. Und ja, wir werden gleich unseren wunderschönen Waffen einen Namen geben. Wobei wir sind eigentlich schon fast Level 50. Das heißt, wir werden auf jeden Fall demnächst neue Waffen haben. Was so viel bedeutet, wie dass wir neue Namen brauchen. Also, ich kann natürlich die alten übernehmen. So ist es nicht, aber ich werde euch trotzdem fragen. So. Wir sind so kurz vor Level 50, ne? So kurz vor Level 50. Das heißt, den Levelfortschritt haben wir auf jeden Fall gespeichert. Da bin ich mir sicher. Gib mir meinen Scheiß. Uniform ausgegeben. So. Ach, du bist nicht mehr Buggy. Das finde ich gut. Okay, Kleidung. Den Helm muss ich gar nicht aufnehmen, ne? Hey, oh doch, hier. Hey. Okay. Melde dich beim Master Surgeon. Okay, ich bin gespannt. Ansonsten, ja, will ich die Aufnahme kurz abbrechen oder schneiden, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Habe ich, das ist ein guter Plan. Wir gucken mal, ob ich Sachen dabei habe. Nein, habe ich nicht. Sehr schön. Das heißt, das ist auf jeden Fall gespeichert. Gehen wir mal hoch zum Dude. Ich will erstmal sicherstellen, dass hier alles beim Rechten ist, bevor ich den Waffennamen gebe. Hallo? Genau das will ich sehen. In Schale geworfen und bereit für ihr Land zu sterben. Es gibt drei Trainingsübungen, die sie absolvieren müssen. Nein. Treffsicherheit? Nicht schlecht, Kadett. Gar nicht schlecht. Sie haben es geschafft. Rat hin und wissen, wie man geht. Redet und schießt, wird es Zeit, ihr Können auf die Probe zu stellen. Begeben Sie sich zum Einsatzschießparcours. Aus Ihnen wird jetzt ein Soldat. Haben wir das schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall muss ich die Questreihe abschließen, bevor ich Fallout schließe. Weil eigentlich waren wir auch ganz woanders, ne? Sind wir nicht in die Richtung hier gegangen irgendwo? Ich hätte schwören können. Haben wir das gemacht? Kurs starten. Das haben wir nicht gemacht, ne? Ich erinnere mich nicht, hier gewesen zu sein. Das haben wir nicht gemacht. Ach, deswegen hat es nicht gespeichert. Ah, aber warum sind wir hier gelandet und warum waren wir nackt? Oh nein! Was ist das da am Horizont? Die Roten kommen! Zeigen Sie ihnen, aus welchem Stahl sie geschmiedet sind! Ach, sind das jetzt diese kleinen Roboter, die kommen? Achso. Das haben wir echt nicht gemacht. Hä, wieso nicht? Hä? Wieso? Ach nein, ich bin schon wieder unsichtbar, wenn ich mich ducke. Ach, Bifester, was treibt ihr da für Sachen? Fürs Erste, verarzten Sie Ihre Kratzer und machen Sie sich bereit für die nächste Welle. Achso, ich wollte sagen, ach, nächste Welle. Ich dachte schon, da kommt ein einziger. Das ist das Schießtraining. Nicht wahr, Soldat? Wir haben Kontakt.
Wo sind sie denn? Hm? Kommen sie auch wieder von der Ecke? Ja. Ist nicht wirklich sehr einfallsreich. Wenn das wieder nur dieser eine ist, ne? Hä? Zwei geschafft, eine kommt noch, meine Damen und Herren. Echt jetzt? Verarzten Sie sich und seien Sie bereit. Ja, ich habe drei Wellen zu bewältigen und da kommt jeweils so ein Roboter, der zwei Schüsse aushält. Hallo. Danach bin ich für den Krieg vorbereitet, Leute. Danach bin ich für den Krieg vorbereitet, definitiv. Nichts kann mich dann noch aufhalten. Dann gehe ich in den Krieg, kriege einen Kopfschuss und bin ich weg. Huch. Holy, okay, okay. Okay. Oh Scheiße, der kommt jetzt hoch, oder? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Kacke. Ich möchte mir einen Redway reinziehen. Konnte man das hier nicht immer? Ah! Ich weiß nicht, ob ich meine Power-Rüstung anziehen darf. Hey, du warst doch gerade tot. Hör auf zu schießen. Hör auf damit! Der heilt sich voll! Die Arbeiterschaft muss die Produktionsmittel kontrollieren! Scheiße, nein! Nicht töten! Nicht töten! Gottes Willen! Ich habe keine Rüstung an, ne? Ich werde gerade erst mal. Ich muss mein Red loswerden. Kacke. Ich bin so am Arsch. Alter, dass er so lange noch im Zielfernrohr hängt. Okay, ich muss meine 10mm rausholen. Er wehrt sich nicht. Er ist nur noch ein Stock. WTF! Jetzt bin ich vorbereitet auf den Krieg. Regenerieren, Kampfrüstung, linker Arm. Du regenerierst auch. Da steht noch einer, mein Chassis. Das war eine verdammt gute Leistung, meine Damen und Herren. Eine verdammt gute. Falls das die letzte Trainingsübung war, haben Sie sich umgehend bei mir zu melden, damit wir Ihre Abschlusspapiere fertigstellen können. Wegtreten! Ach, den kann man nicht umbenennen, schade. Aber du regenerierst außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit? Das ist ja OP! Ich meine, es hat kaum Rüstung, aber es ist OP. Okay, right away. Gucken wir mal, wie das heilt. Ich war darauf echt nicht vorbereitet. Ich dachte, da kommen jetzt wieder zwei billige Gegner. Und dann schicken die mir so einen OP-Bot raus, ey. Der auch noch explodiert, der hätte mich töten können. Wenn das Spiel nicht so buggy wäre. Ja gut, jetzt kann ich nicht prüfen, ob wir langsam Leben regenerieren, weil ich natürlich was getrunken habe. Aber egal. So. 30 Kronkorken. Warum haben wir diese Quest nicht gemacht? Wieso bin ich einfach weitergegangen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine andere Quest bekommen habe, die ich dann verfolgt habe. Es ist seltsam. Aber naja, gut. Ab jetzt können wir ja weiter aufnehmen. Von daher benennen wir mal die Waffen um. Wir sind ja auch hier relativ in Sicherheit. Ich bin jetzt extra zum Benennen der Waffen in den normalen Modus gegangen.
damit wir halt hier uns wirklich hinschillen können irgendwo und keine Angst haben sollten, irgendwie erschossen zu werden. Also gut. Wir haben als allererstes, ich muss mal kurz in die Kommentare zurück. Wir haben der Berserker. Okay. Der Berserker bekommt hiermit einen offiziellen Namen. Gegenstandsnamen löschen. Ach so, funktioniert das. Und zwar heißt er Stepan. Stefan. Was würdest du denn sagen, Stefan? Wie soll ich dich aussprechen? Stepan? So russisch? Oder Steffen? Oder Steven? Oder wie soll ich die Waffe nennen, sagen wir es mal so? Bist ja nicht du. Aber Stefan. Kannst natürlich schlecht schreiben, wie ich dich aussprechen soll, ne? Schreib es einfach her. Sag doch einfach Stefan. Speffan? Speffan, das ist ein guter Name, Speffan. So solltest du deinen Sohn nennen. Okay. Der Berserker heißt ab sofort Stefan oder ist, Stefan. Stefan. Das A wird im Russischen mehr formuliert als im Deutschen. So, dann. Ja, Yassin, der Berserker war ja belegt. Dann hast du dir ausgesucht den Hammer. Der Hammer, okay. Nein, okay, das wollte ich nicht machen. Zack. So, der Hammer soll heißen... ja, ich glaube, der hier ist besser. Der MC Zero. Sehr schön. Der Name ist auf jeden Fall drin. Was haben wir noch? Was sollen wir noch benennen? Mal gucken. Hier, die Gatling. Die Gatling, so. Details, Namens ändern, Namen umbenennen, so. Und zwar, die Gatling wäre da genial gesprochen, Jet Machine, okay, Jet. Ach so, so wird's ausgesprochen. So wird's geschrieben. Der Big Bronx macht's richtig. Der sagt direkt, wie ich's aussprechen soll, damit er sich nicht aufregen muss jede Folge. Weil wenn ich mir einmal einen Namen gemerkt habe, werde ich ihn immer so nennen. Ne, Stepan? So. Die Jet Machine. Okay. Dann fehlt eigentlich nur noch das Gewehr und die Pistole. Haben wir dafür auch schon was bekommen? Ich werde jetzt nur einmal kurz überfliegen, wenn ich es übersehe. Da, das Jagdgewehr. Okay, ich sehe es gerade. Ich habe extra die Kommentare geliked und favorisiert, damit ich sie wiederfinde. Aber ich habe sie nicht alle gefunden. Anscheinend. Werde ich aber nachholen, damit du weißt, hey, ich habe den Kommentar wirklich gesehen. So. Und zwar, das Jagdgewehr wird... Null präzisiert. Das ist auch nicht schlecht. Aurora. So, erinnert mich aber an ein Subnautica. Ein Schiff, das untergegangen ist. Und auch diese Waffe wird eines Tages untergehen, weil sie dann nicht mehr so stark ist. Mit Stufe 40. Ach nee. Keine Ahnung, welche Stufe das war. Und dann haben wir noch die Pistole. Hat irgendjemand Bock, die Pistole umzubenennen? Mal gucken. Was haben wir denn hier? Berserker, Gatling. Da lacht sich einer einen ab. Ja, Wolfsjunge, tut mir leid, der Hammer ist schon belegt. Nenn die Sniper Longstrike. Nenn das Gewehr doch schön Hand Gottes. Auch nicht schlecht, aber wir haben noch meine derzeit aktuelle Lieblingswaffe, meine Pistole frei. Wir werden noch dazu kommen, andere Namen zu benennen, also merkt euch eure Namen, wenn ihr sie weiterhin verwenden wollt. Frage, kennst du noch das Freudenhaus? Achso, da geht's um Fallout 3. Ja, werde ich später kommentieren.
Vor 3 Tagen. Was habe ich die letzten Tage gemacht? Wieso habe ich die Kommentare nicht bekommen? Die letzten Kommentare habe ich nicht gesehen. Jetzt schon, aber... Vielleicht könnte das daran liegen, dass ich Monster Hunter World wieder gesuchtet habe, wie so ein Irrer, und mir ein paar richtig schöne Ostertage beschert habe. Mit Monster Hunter World. So feiert man Ostern, indem man Tiere tötet. Das ist der Sinn von Ostern. Warum gab es da keinen Riesenhasen zu bekämpfen? Das wäre doch schön gewesen. Also gut, Major, hier bin ich. Gib mir mal hier Stufe 50 und so. Das wäre echt cool von dir. Sieh mal einer an. Meine Sensoren sagen mir, dass sie nicht mal ansatzweise so tot sind, wie ich es erwartet hatte. Beeindruckend, Kadett. Oder sollte ich sagen, Private. Sie gehören nun offiziell zur United States Army. Ziehen Sie los und erfüllen Sie uns mit Stolz, Soldat. Sie dürfen wegtreten. Ich hab Stufe 50 erreicht. Ja. Ja. Halt deine ID-Karte. Wir sind jetzt meine Quest weg. Habe ich jetzt eine ID-Karte erhalten oder so? Bootcamp. Nö. Hä? Ist ja egal. Es ist ganz seltsam hier. Na gut, wir haben nur eine einzige Hauptquest. Wir haben schon einiges geschafft, alter Schwede. Wir haben den 24.10.2102. Wieso ist das nicht auf das aktuelle Datum? Ich muss mal darauf achten, dass sich das Datum verändert. Weil wenn sich das Datum verändert, dann hätte es doch irgendwie auch das jetzige Datum sein können, oder? Apropos, ich möchte gerne eine Sache gucken. Guck mal, da hängen sie alle wieder rum. Und irgendwo hier, bei Harper's Ferry, muss irgendwo ein Untergrund sein, habe ich gehört. Also neu, da werden wir eines Tages auch noch hinkommen. Was ist das denn? Kaugummi? Naja, gut. Also gut, was wollte ich machen? Genau. Zack. Komm, gib mir das Menü. Ich möchte in den Atomshop und mir zumindest ein Ei holen. So haben wir zumindest ein Ei. Eine Osterhaube. Brand new builds. Ah. Das hätte auch perfekt gepasst, ne? Ich meine, der Release war ja Ende Oktober von Fallout. Oder? Der war doch November. Mitte November. Ende Oktober war das, glaube ich. Das hätte doch gepasst. Verstehe ich nicht, warum die das so machen. Na, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir was Hübsches für mich. Smokings. Ich meine, ich habe jetzt 2600. Ich könnte warten, bis was richtig Cooles kommt. Muss ich aber nicht haben. Und für meine Powerrüsten gibt es leider nur den hier. Und den finde ich jetzt nicht so schick. Sonst hätte ich ihn mir geholt. Und da habe ich beim ich wollte mir zuerst das Tarnmuster holen und habe gemerkt, ach scheiße, das ist ja gar nicht für meine Rüstung. Ja, für den Arsch. Ach, guck mal, Supermutantenlackierung. Das Problem ist nur, man sieht da kaum was. Ist immer noch der gleiche Hammer. Während man hier wirklich den Unterschied sieht. Aber das ist ein Vorschlaghammer. Den haben wir auch. Weil die guten Sachen haben wir schon. Es gibt momentan hier einfach nichts, was man irgendwie sich holen könnte. Außer hier im Camp ein paar Sachen. Ja, aber... Plüschkaninchen. Metalltreppe könnte ich mir holen. Teppich hier könnte ich mir holen.
Also im Großen und Ganzen. Ja, vielleicht werde ich mal Holz und Laminat verlegen und Teppich. Und Kunstrasen vielleicht auch mal. Moderner Kamin. Also man kann es hier sich hier echt bequem machen, aber es kostet halt alles Geld. Also echt Geld. Oder man spart sich das Ganze auf. Aber hier sind es auf jeden Fall coole Sachen. Den finde ich gut. Ja komm, weißt du was? Wir machen es uns jetzt ein bisschen bequem hier. Holen wir die Metalltreppen. Eine moderne Tür. Den Kunstrasen. Und ein Dunkelholzlaminat. So. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall durch. Haben wir ein bisschen was ausgegeben, haben noch 200. Huch. Achso, die habe ich fallen lassen. Okay. Dann erhalte eine ID-Karte. Die halte ich jetzt wo? Da unten. Warte, wieso sind wir hier? War das Training hier? Aber wir sind doch irgendwie hier losgegangen, oder? Ist mir jetzt auch egal. Also irgendwie, irgendwas passt hier nicht mit meinem Kopf und dem Spiel zusammen. Irgendwas überschneidet sich da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir diese Mission nicht nochmal machen müssen. Das wäre recht schön. So. Eigentlich kann ich auch hin teleportieren, da wir sind ja jetzt im normalen Modus. Yay, Capitol Building, Charleston. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Rüstung? So, ich muss aber noch meinen Helm anziehen. Okay, jetzt sind wir nicht mehr überladen. Ich habe noch 6 Fusionskerne, perfekt. Und ich muss niesen. Ah, ich bin gespannt. Wir sind jetzt echt Stufe 50. Oh, wir müssen noch die Karten öffnen und alles, ne? Das ist unsere letzte Stufe, die wir wirklich ausgeben können. Danach geht's daran, halt wirklich die Karten ordentlich zu ziehen. Ab jetzt geht's los. Jetzt geht das Farmen los. Bin gespannt. So, guck mal, da hinten ist ein Ghoul schon mal. Der freut sich auch schon. Ja, öffnen wir unser Skill-Paket. Zack. Du kannst Rang 3 Mods für Energiewaffen herstellen. Oh. Was ist ein unverheirateter Vault-Aufseher? Unwiderstehlich. Verstehe ich nicht. Verstehe ich aber nicht. So, haben wir was Neues hier für Stufe 50? Deine nicht-explosiven schweren Waffen verursachen nun 10% Schaden. Deine nicht-explosiven schweren Waffen. Ja, habe ich. irgendwas Neues noch? Nee. Profi-Schrotflintenschütze? Ach so, nur die beiden gehören zusammen. Was ist das hier? Meisterschrotflintenschütze. Deine Waffen verursachen 10% mehr Schaden. 10%. Wir haben eine neue Karte dazu bekommen. Das heißt, wenn wir auf Perception gehen. Durch hartes Training verursachen deine automatischen Gewehre. Meisterkommandant. Das heißt, wir haben jetzt noch eine zusätzliche Karte. Wir können unsere Waffen noch weiter stärken. Weiter Schuss. Deine Gewehre haben bei Verwendung des Visiers 10% mehr Reichweite. Du hältst zwischen 18 Uhr und 6 Uhr Nachtsicht, während du schleichst.
Oh Gott, das ist gut. Oh, das ist gut. Meistergewehrschütze. Scheiß drauf, wir brauchen es nicht. Wir sind bisher klargekommen. Wir werden immer noch klarkommen. Wir brauchen mehr von dieser Karte. Zwei Stück noch. Boom. Ich bin begeistert. Wir hätten uns vielleicht nochmal die anderen angucken sollen, ne? Ja gut, jetzt ist es zu spät. Ich find's gut, dass das Capitol Building immer noch dieses goldene Zeug da oben hat. Und das nicht geklaut worden ist oder in Waffen verarbeitet wurde. Ah, oh, das heißt... Oh mein Gott. Moment. Kleidung. Muss mal ganz kurz aussteigen. So, erstmal müssen die Armeesachen weg. Dann muss der linke Arm kurz weg. Habe ich noch irgendwo Rüstung an? Glaube nicht, ne? Nein. Nein, oh Gott, bloß nicht. Und dann nehmen wir mal Stepan. Gucken mal auf Stepan. Und Stepan macht jetzt 145 Schaden. Mal 3,13 war das, glaube ich, ne? Alter Jungs. Alter. Mach mit einem Schuss über 400 Schaden. Mit einem Schuss! Aber gut. Darum soll es ja heute nicht gehen. Dann machen wir erst einen PvP-Modus wieder. Wenn es soweit ist. Aber wie viel Schaden? Und ich kann noch 2 Punkte draufsetzen. Das heißt, wir kommen da locker auf 160. Mal 3. Alter. Da sind wir ja bei 500, ne? 2 sind 320. Was willst du denn? 4 sind 340. Ja, 500 Schaden machen wir dann damit. 500! Plus zerquetscht. So, Bewerbung für ID-Card. Camp McClintock, Soldaten. Irgendwas scannen. Geben Sie Ihren Namen ein. Enzyklopädieverkäufer, das ist doch gut. Eine Apokalypse-Lane. Habe ich jetzt eine ID-Karte? Hm? Ist hier irgendwas? Erreiche das ID-Kartenformular in Abteilung B ein. Oh. Aufseherlochbuch. Charleston Capitol. Wenn West Virginia immer noch von der Automatisierung beherrscht wird, ist Charleston das Kernstück der Maschine. Die Bürokratie läuft immer noch wie geschmiert, ohne dass sie irgendwelchen Leuten dient. Das sollte uns zu denken geben. Mit diesen Terminalsystemen zu arbeiten, als wäre es ein ganz normaler Tag in Amerika, ist irgendwas zwischen seltsam beruhigend und vollkommen irrsinnig. Aber dieses alte Gebäude birgt eine Menge Geheimnisse, die es zu finden gilt. Wo ist denn das Ding? Wo finde ich denn das Karten? Reiche das ID-Kartenformular in Abteilung B ein. Wo ist Abteilung B? Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird.
Gäste müssen eine Nummer ziehen und bis zum Aufruf durch das automatische Nummernterminal warten. Einen schönen Tag noch. Echt jetzt? Gäste müssen eine Nummer ziehen und bis zum Aufruf durch das automatische Nummer. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer. Ticket Nummer A3. Ist doch dann Abteilung A, oder nicht? Und hier war ja B. Bitte warten Sie bis. Ach, C1. Du gehörst auf die 1. Ich brauche A3, um an den hier ranzukommen. Nee, das ist B2. Gäste müssen eine Nummer ziehen und bis zum Aufruf durch das automatische Nummernterminal warten. Okay, ich verstehe. Einen schönen Tag. Wir müssen hier also den richtigen finden. Die richtige Nummer. Aber ich glaube, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Und dann mit sehr viel Erfolg dann wieder hierher zurückkehren. Und eine ID-Card beantragen. Das ist doch ein guter Plan. Ach, guck mal. Na komm, machen wir das jetzt kurz noch. Abteilung B starten. C39, rufe C39. Melden Sie sich bitte in Abteilung B, C39. N14, rufe N14. J47, Sie werden dringend in Abteilung C benötigt, J47. C40... C40. Es folgt eine Nachricht von Ihrem Gouverneur. Nein! Die Wahl ist Ihre patriotische Pflicht. Gäste müssen eine Nummer ziehen. In diesem November können Sie, meine Freunde, über die Zukunft unserer Lebensweise entscheiden. Einen schönen Tag noch. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich Sorgen wegen der Automatisierung machen. Und ich weiß aus erster Hand, welche kurzfristigen Auswirkungen sie hatte. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Doch, also, die Automatisierung wird unsere